Das heutige Horoskop, Löwe, 14. Dezember 2023. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie über Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Vereinbarkeit mit anderen Zeichen. Ein Neumond im Zeichen Schütze posaunt durch den Himmel und seine Kraft wird in der kommenden Woche ziemlich stark sein. Alle Neumonde öffnen in der darauffolgenden Woche eine Tür für Sie und ermutigen Sie, Maßnahmen zu ergreifen, um in den kommenden Monaten neue Muster zu entwickeln und neue Initiativen zu entwickeln. Dieser Neumond belebt Ihr Solarhaus der wahren Liebe, Leidenschaft und Romantik und ist für Singles der wichtigste Wahnsinn des Jahres, um sich auf den Weg zu machen und sich mit neuen Verehrern zu verabreden. Sie könnten jemanden treffen, der wirklich etwas Besonderes ist. Paare sollten diese Schwingung nutzen, um den Funken in ihrer Beziehung neu zu entfachen oder sich um ein Kind zu bemühen. Was möchten Sie erstellen? Ihre Inspiration wird während des heutigen Neumondes im Schützen stark ansteigen. Wenn der Neumond einen sechsmonatigen Zyklus beginnt, könnte dies zu einer gesteigerten Produktivität bei Ihren Leidenschaftsprojekten und kreativen Unternehmungen führen. Sie könnten diesen Zyklus nutzen, um etwas zu vertiefen, das Ihnen am Herzen liegt, und es am Ende des Zyklus sogar fertigzustellen. Abgesehen davon kann der Neumond etwas Flirtendes und Lustiges mit einem süßen Kollegen auslösen, wenn Sie offen dafür sind, zu sehen, wohin es mit Ihrem Schwarm gehen könnte. Auf der anderen Seite der Venus, dem freundlichen Aspekt des Planeten des Geldes zu Saturn in Ihrem Finanzsektor und dem freundlichen Aspekt des Mondes zu Neptun, hat sich in seiner ersten vollen Woche in direkter Bewegung dort wahrscheinlich etwas verändert. Es ist nicht nur das Ende von Neptuns rückläufiger Phase, das Ihre Aufmerksamkeit von der Vergangenheit in die Zukunft lenkt, sondern auch ein neues Gefühl der Zuversicht. Die im Spiel befindliche Astralenergie bringt das Gleichgewicht in den Vordergrund. Möglicherweise zweifeln Sie an der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Sich seiner wahren Ziele und Wünsche bewusst zu sein und angemessene Grenzen zu setzen, könnte problematisch sein. Nehmen Sie zum Beispiel die Situation beim Training. Sie müssen sich an Ihre festgelegte Übungsroutine halten und gleichzeitig sicherstellen, dass Sie an der Grenze Ihrer Leistungsfähigkeit arbeiten. Wenn Sie den Kopf gesenkt halten und nicht nach oben schauen, verlieren Sie entscheidenden Boden. Im Allgemeinen lieben Sie es, mit anderen zu reden und sich auszudrücken, aber mit der Essenz dieses Tages wird Ihr Wunsch, dies zu tun, in die Höhe schnellen. Was auch immer Sie an kreativen Aktivitäten bevorzugen, holen Sie sich die Materialien und lassen Sie sich fallen. Teilen Sie Ihre Arbeit mit den Menschen in Ihrem Leben und genießen Sie die Gelegenheit, neue und unterschiedliche Ausdrucksmöglichkeiten zu entdecken. Das wird Ihnen bestimmt viel Spaß machen und vor allem erfrischend sein. Hab es drauf! Zur gleichen Zeit, in der der Mond zurückgekehrt ist, um in einem lustigen, verspielten, romantischen und kreativ aufgeladenen Teil Ihres Horoskops den Vorlauf zum morgigen Neumond zu beginnen, ist Merkur vor seiner morgigen rückläufigen Wende zum Stillstand gekommen. Bei einem Neumond dreht sich alles um Go, 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 und bei einer rückläufigen Merkurperiode dreht sich alles um Stop, Stop, Stop. Zum Glück ist es für Sie die richtige Kombination, mit der Sie die Möglichkeit haben, den geschäftigen Teil des Lebens von der Bremse zu nehmen und gleichzeitig der spielerischen und kreativen Seite freien Lauf zu lassen. Dies wird nicht immer der Fall sein, aber im Moment ist dies eine Chance, die richtige Balance zwischen Arbeit und Freizeit zu finden. In den letzten Tagen haben sowohl der Mond als auch die Venus, der Planet der Liebe, Ihre Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben auf die Probe gestellt, und heute haben Sie die Möglichkeit, die Vorteile zu genießen. Da der Mond nicht nur in Ihren romantischen Bereich zurückkehrt, sondern auch die Vorbereitung auf den morgigen Neumond beginnt, wird die richtige Work-Life-Balance dazu beitragen, dass die romantisch aufgeladenen Tage, die vor Ihnen liegen, mit der Arbeitswoche konkurrieren können. Täglicher Planetenüberblick. Heute beginnt eine neue Mondphase, da der Neumond das Sternzeichen Schütze ziert. Gleichzeitig begibt sich Merkur im Steinbock auf seine rückläufige Reise. In den kommenden Tagen wird die vorherrschende kosmische Energie unnachgiebig sein und persönliche Erfolge hervorheben. Menschen, Sie selbst eingeschlossen, mögen vielleicht etwas distanziert wirken, doch die vorherrschende Energie ist darauf ausgerichtet, Struktur zu schaffen und Verantwortung zu erfüllen, anstatt emotionale Verletzlichkeit zu akzeptieren. Dies ist keine Zeit für persönliche Beleidigungen, stattdessen ist es ein günstiger Moment, sich darauf zu konzentrieren, die Verantwortung entschlossen anzugehen.
Es ist an der Zeit, sich mit der Geschäftswelt zu befassen und gewissenhaft mit unseren Verpflichtungen umzugehen. Nutzen Sie eine neue Perspektive, um Ihre vielfältigen Interessen in Einklang zu bringen, sei es im beruflichen Bereich, in der Familiendynamik, in engen Freundschaften oder in romantischen Beziehungen. Formulieren Sie Ihre Bedürfnisse effektiv und maßvoll. Denken Sie bei den Anforderungen des Alltags daran, Ihr eigenes Wohlbefinden nicht zu vernachlässigen. Nehmen Sie sich Momente zum Entspannen, legen Sie Wert auf Selbstpflege und nähren Sie Ihren Körper mit gesunden Lebensmitteln. Wenn die Sonne in Ihre letzte Woche in Ihrem Finanzsektor eintritt, richtet sie sich auf den Mond aus, um den letzten Neumond im Jahr 2023 anzukündigen. Diese kosmische Ausrichtung lädt Sie dazu ein, neue Absichten zu fassen und sorgt für einen Schwung, um positive Veränderungen einzuleiten. Bedenken Sie, dass dies erst der Anfang ist und die Auswirkungen sich bis weit in die ersten Wochen des Jahres 2024 hinein entfalten werden. Wenn Sie sich an zahlreichen Diskussionen und gemeinsamen Aktivitäten beteiligen, könnte Ihr Enthusiasmus, Ihre Sichtweise gegenüber anderen durchzusetzen, als übermäßig durchsetzungsfähig und egoistisch empfunden werden. Seien Sie vorsichtig, da dies zu schädlichen Konflikten führen kann. Um harmonische Beziehungen aufrechtzuerhalten, gehen Sie weniger provokativ vor und vermeiden Sie unnötige Meinungsverschiedenheiten mit Ihren Mitmenschen. Himmel für heute. Die direkte Wende von Merkur in Ihrem Finanzsektor erfolgt nur 11 Tage nach seiner Rückkehr. Merkur ist normalerweise nur 14 bis 15 Tage präsent und wird voraussichtlich bis zur Ankunft der Sonne nächste Woche bleiben, gefolgt von einem kurzen rückläufigen Austritt, um dann im neuen Jahr wieder aufzutauchen. Dieser verlängerte Aufenthalt bietet Ihnen einen beispiellosen Zeitraum, in dem Sie Merkurs ausgeprägten finanziellen Scharfsinn nutzen können, und bietet Ihnen die Gelegenheit, Ihre Finanzstrategie ab heute zu überdenken. Bei perfektem Timing kehrt der Mond zu seinem letzten Besuch in diesem Jahr zurück, gerade als Merkur seinen ersten ganzen Tag in rückläufiger Bewegung in Ihrem Finanzsektor verbringt. Wenn sich Mond und Merkur angleichen, werden Merkurs kluger Kopf für Geld und die ausgeprägten finanziellen Instinkte des Mondes zusammengebracht, ebenso wie Ihr gemeinsamer Fokus auf die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Gehen Sie Finanzangelegenheiten mit Ihrem gewohnten Geschick an und erkunden Sie verschiedene Anlagemöglichkeiten. Erkennen Sie, dass eine gute Idee den Weg für eine erfolgreiche Zukunft ebnen kann. Ganz gleich, ob Sie nach Schnäppchen Ausschau halten oder große Investitionen in Erwägung ziehen, die Unterscheidung zwischen guten und ungünstigen Angeboten ist entscheidend. Handeln Sie umgehend, um Chancen zu ergreifen, bevor andere es tun. Reservieren Sie Ihre Energie, indem Sie auf anstrengende Aufgaben verzichten und sich Zeit zum Nachdenken und vor allem zum Anerkennen Ihrer Gefühle nehmen. Eine transformative Kraft wartet darauf, entdeckt zu werden, bereit, tiefgreifende Auswirkungen auf Ihre Umstände zu haben. Dieser Katalysator hat das Potenzial, erhebliche Veränderungen im Leben herbeizuführen. Die Wiederherstellung der familiären Bindungen erweist sich in mehrfacher Hinsicht als vorteilhaft. Durch die Teilnahme an Gesprächen werden fesselnde Geschichten enthüllt, die die Geschichte Ihrer Familie beleuchten. Darüber hinaus entdecken Sie möglicherweise interessante Gesundheitstipps aus der Vergangenheit und bieten die Möglichkeit, mit bisher unbekannten Heilmitteln zu experimentieren. Nutzen Sie die Gelegenheit, familiäre Bindungen wiederzubeleben, denn sie verspricht, Ihr Leben auf unerwartete Weise zu bereichern.